Ja, heute geht es unter anderem um einen Nachtrag zum Denkzeit-Event. Es geht um Corona-Zahlen und wir haben auch leckere Bilder des Tages noch für Sie. Pünktlich ist nämlich wieder Regionalzeit hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Hier ist die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Es ist Dienstagabend am 22. September. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf! Laut Robert-Koch-Institut, Stand heute 0 Uhr, sind in Deutschland 274.158 Personen mit Covid-19 infiziert. Das sind 1.821 mehr als gestern. Trotz des Anstieges sind nur 10 Personen dazugekommen, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Im Erzgebirgskreis gibt es Stand gestern 16 Uhr 701 Infizierte, 21 mehr als einen Tag zuvor. Neue Todesfälle sind nicht zu melden. Der Schulbetrieb in den 4 Einrichtungen, wo einzelne Corona-Fälle aufgetreten sind, läuft, mal abgesehen von Quarantänemaßnahmen, hier planmäßig. Und da bleiben wir für Sie natürlich am Ball. Liebe Zuschauer, wir konnten uns in der vergangenen Woche über eine Auszeichnung freuen. Wir berichteten ja davon. Aber auch weitere glückliche Ausgezeichnete gab es. Nicole Fugmann-Müller, bitte. Wie wir bereits berichtet haben, wurden am 17. September im Dresdner Hygienemuseum die Preisträger des Wettbewerbes Denkzeit Event ausgezeichnet. Neben unserem Gemeinschaftsprojekt mit dem CVJM Lichtblick, den Fernsehgottesdiensten, waren unter den 157 Preisträgern aus ganz Sachsen natürlich auch weitere Ideen aus unserer Region. So erhielt zum Beispiel der Kurort Seifen für sein Spielzeitmacherfestival 20.000 Euro Preisgeld. Dabei möchte die Gemeinde Ende Juli nächsten Jahres in einem Netzwerkevent Kreative aus verschiedenen Bereichen der Spielzeugherstellung verbinden. 30 bis 40 Teilnehmer sollen sich auf dem Gelände der Denkstadt Erzgebirge gegenseitig Workshops geben. Dabei sollen die Teilnehmer mit ihren Familien anreisen, vor Ort übernachten und touristische Angebote in Seifen nutzen. Bei uns im Kurort Seifen die Denkstadt. Das ist ein Projekt, auch Finanzierungsunterstützung vom Freistaat, wo wir letzten Endes versuchen, quasi traditionelles Handwerk mit der Gegenwart bzw. auch mit der Zukunft, mit zukünftigen Ideen ein Stück weit zusammenzubringen, weil wir natürlich einen ganz großen Wandel haben. Das geht das Thema Demografie, das geht weiter mit der ganzen Problematik, verändertes Kundenverhalten und so weiter. Und da müssen wir darauf reagieren. Und deshalb haben wir gesagt, starten wir die Denkstadt. Und innerhalb von dieser Denkstadt ist es jetzt so, dass wir uns auch hier beworben haben, um quasi dann mit einer Veranstaltung hier einfach Netzwerk zu ermöglichen, Leute zusammenzubringen und Ideen aus der Vergangenheit, es gibt ja eine reiche Geschichte auch im Kurort Seifen, halt in die Zukunft zu bringen und anzureichern, Leute zusammenzubringen zum Gestalten. Ja. Die Stiftung Walter K. Werner, ebenfalls aus Seifen, erhielt für ihr Projekt Die Kugel als Event 5.000 Euro Preisgeld. Der Tourismusverband Erzgebirge erhielt 30.000 Euro für sein Projekt Bimmelbahn und Lichterglanz, der befahrbare Weihnachtsmarkt entlang der Weißeritztalbahn. Wir sind sehr glücklich über diese Anerkennung und Auszeichnung. Dies ist eine tolle Wertschätzung für die gute Zusammenarbeit aller Akteure im Bereich Tourismus, Verkehr und Kommunen, betont Ines Hanisch-Lupaschko, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V. Für den sachsenweiten Ideenwettstreit zur Unterstützung der Veranstaltungsbranche stellte das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Durchgeführt wurde er vom Landestourismusverband Sachsen in Kooperation mit dem Projekt Kreatives Sachsen. Bei der Fülle an eingereichten Ideen hatte es die Jury nicht leicht, wie Barbara Klepsch, Staatsministerin für Kultur und Tourismus, betonte. Also zum einen war es erstmal bin ich dem Landtag dankbar. Der Landtag hat extra 1,5 Millionen dafür zur Verfügung gestellt. Und dann hatte die Jury natürlich die Aufgabe, aus den ungefähr 190 Bewerbungen, die Bewerbungen rauszufiltern, die zum einen den Kriterien entsprechen mussten und zum anderen aber dann auch in unterschiedliche Kategorien vom Preisgeld einzusortieren sind. Und ich weiß nur, selber war ich in dieser Jury gar nicht mit dabei, aber ich weiß von den Jurymitgliedern, dass sie wirklich Wochenende
ganz, ganz lange saßen, um dann für sich erstmal ein Ergebnis zu kriegen. Und dann mussten die Ergebnisse natürlich auch dann noch gemeinsam unter einen Hut gebracht werden. Also es war wirklich eine Mammutsaufgabe. Und da bin ich auch dankbar, dass das so gut gelungen ist. Die Veranstaltungswirtschaft verzeichnet seit dem Beginn der Corona-Krise im März einen Umsatzverlust von 80-100%. Auch nach den Lockerungen müssen die Veranstalter aufgrund der langen Vorlauf- und Planungszeiten und von Hygieneregeln massive Einschränkungen verkraften. Mit dem Wettbewerb sollte möglichst vielen Veranstaltern schnell und unbürokratisch geholfen werden. Gleichzeitig sollten die Teilnehmer von den Ideen untereinander nachhaltig profitieren. Ja, viele glückliche Gesichter gab es also bei der Preisverleihung in der vergangenen Woche in Dresden. Weniger glücklich werden die jetzt dreinschauen, die sich die folgenden Produkte in den Einkaufskorb gelegt haben. Hier ist unser Experte in Sachen Verbraucherschutz Sebastian Eberlein mit einer Lebensmittelwarnung. Die Wander AG ruft Ovo Maltine Tafelschokolade, die 100 Gramm Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 8.05.2021 als Vorsichtsmaßnahme zurück. Grund für den Rückruf? Obwohl das Risiko sehr klein ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dieser Schokolade geringe Rückstände von Plastik befinden. Produktdetails: Marke Ovo Maltine, Artikelbezeichnung Ovo Maltine Schokolade 100 Gramm, EAN 7612-1043, Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 8.05.2021, Chargennummer 132-8918a und B. Verkaufszeitraum war ab dem 1.07.2020. Konsumenten, die diese Schokoladentafel gekauft haben, können diese entweder in den Handel zurückbringen, wo sie den Verkaufspreis zurückerstattet erhalten, oder an Wander AG, Fabrikstraße 10 in 3176 Neueneck einsenden und sie erhalten Ersatz. Die Monolith-Unternehmensgruppe warnt vor dem Verzehr der Waffeltorte Alönka. Grund für den Rückruf: wie das Unternehmen in einer Mitteilung informiert, bestehen gesundheitliche Risiken durch unerwünschte Kontaminanten mit genotoxischen und karzinogenen Wirkungen. Vor dem Verzehr dieses Lebensmittels wird hiermit gewarnt. Produktdetails: Artikel Waffeltorte Alönka mit Cremefüllung 61%, umhüllt von kakaohaltiger Fettglasur. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 19.11.2020. Verbraucher und Verbraucherinnen können betroffene Ware im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis selbstverständlich erstattet. Zu Beginn der heutigen Sendung haben wir schon kurz über die aktuellen Fallzahlen zu Corona gesprochen. Ja, Corona zeigt seit dem Auftreten Anfang des Jahres seine Auswirkungen und diese können recht verschieden sein. Am deutlichsten war das auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen. Aber auch beim Thema Hochzeit gibt es Auswirkungen zu verzeichnen. Fabienne Kröer hat sich damit mal beschäftigt. Heiraten in Corona-Zeiten. Der Tag der Eheschließung wird oftmals als glücklichster Tag im Leben eines Menschen beschrieben. Doch die Corona-Pandemie ließ selbst dieses Ereignis nicht verschont. Und viele Paare mussten dieses Jahr ihre Trauung aufgrund des Virus verschieben oder absagen. Während es im Februar 2020 überdurchschnittlich viele Eheschließungen gab, sahen die darauf folgenden Monate eher mager aus. Denn wer im Frühjahr 2020 den Bund fürs Leben schließen wollte, hatte von Mitte März an eher schlechte Karten. Die Stadtverwaltungen schränkten aufgrund der Corona-Pandemie ihre Dienstleistungen erheblich ein. Viele Standesämter begrenzten die Zeremonien auf ein Minimum und manche blieben gar ganz geschlossen. Wie das Statistische Bundesamt De Statis in Wiesbaden mitteilt, haben im ersten Halbjahr dieses Jahres 139.900 Paare in Deutschland geheiratet. Das sind 29.200 weniger als im Vorjahreszeitraum. Ein besonderer Fall, denn seit der Vereinigung 1990 wurden im ersten Halbjahr eines Jahres nur einmal noch weniger Ehen in Deutschland geschlossen, nämlich 2007.
In diesem Jahr waren es 138.800 Paare, die den Bund der Ehe eingegangen sind. Und der Juli mit dem Datum 7.7.2007 war ein beliebter Heiratsmonat. Und obwohl es dieses Jahr eher weniger Trauungen gab, so können wir uns sicher sein, dass es nächstes Jahr dafür doppelt so viele geben wird. Ob das Jawort in den kommenden Tagen von Sonne begleitet ausgesprochen werden kann, das klären wir in unserem Service-Blog im Regionalwetter. Vorher gibt es aber noch den Blick in die Polizeiberichte. In Kurve kollidiert. Grünhainichen, Ortsteil Waldkirchen. Am vergangenen Sonntag gegen 11 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der S228 in der Ortslage Waldkirchen. Ein PKW der Marke Ford befuhr die Straße Tschopental aus Richtung Tschopau in Richtung Augustusburg. In einer Rechtskurve kam die 19-jährige Ford-Fahrerin zu weit nach links und kollidierte mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen Radfahrer. Der 60-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Kraftradfahrer verletzt. Augustusburg. Am vergangenen Sonntagabend gegen 17 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines PKWs der Marke Seat die Straße am Sportplatz S223 aus Richtung Grünberg in Richtung Waldkirchen. Beim Abbiegen nach links in eine Nebenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Kraftrad der Marke Suzuki, welches gerade den Seat überholte. Der 28-jährige Kraftradfahrer kam zum Sturz und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4.600 Euro. Wer ein sonniges Jawort haben möchte, der muss aber hinne machen. Die Schönwetterstunden sind nämlich gezählt. Heute ist es ja soweit. Heute ist kalendarisch betrachtet Herbstanfang. Aufgrund des Schaltjahres ist es nicht wie sonst der 21. September, sondern einen Tag später. Auf jeden Fall sind Tag und Nacht genau gleich lang, also 12 Stunden. Ja, und das nächste Mal passiert das am 21. März zum kalendarischen Frühlingsanfang. Bis dahin erwartet uns der Winter und auch der Herbst. Ja, und genau der kommt mit allem Drum und Dran gegen Ende der Woche. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet leicht bewölkt und die Sterne und die zunehmende Sichel des Mondes sind ganz gut zu sehen. Von den paar Wölkchen geht keinerlei Niederschlagsgefahr aus. Das Regenrisiko kommt mit einer Null ums Eck. Ja, die Nachttemperaturen sind moderat und liegen fast überall im zweistelligen Bereich. In Olbernhau, der Stadt der Sieben Täler, sind das zwischen 13 und 15 Grad. In Marienberg am Roten Turm übernachtet das Quecksilber bei 11 bis 13 Grad. Und in Tschopau rund um den Altmarkt zeigen die Thermometer 12 bis 14 Grad an. Der Wind weht dabei nur schwach mit um die 7 Kilometer pro Stunde und das aus Süden. Morgen am Mittwoch geht es schon mit einem bewölkten Himmel los. Bereits in den Vormittagsstunden verdichten sich die Wolken dann noch. Das Niederschlagsrisiko klettert auf 90% und es kann regnen oder vereinzelt auch gewittern. Bis zum Abend bleibt es bedeckt und regnerisch. Leicht bewölkt und trocken geht's dann aber in die Nacht hinein. Die Temperaturen sind so nach und nach auf dem Rückzug. Trotzdem sollten wir sie noch genießen. Es sind die letzten schönen Tage. In Deutschneudorf, oben an der Grenze zu Böhmen, gibt es noch mal 11 bis 21 Grad. In Pobersau am Molchner Stollen klettert das Quecksilber auf 14 bis 22 Grad. Und in Amtsberg, dem Tor zum Erzgebirge, gibt es 16 bis 24 Grad. Der Wind dreht auf Westen und weht von dort leicht mit um die 10 Kilometer pro Stunde. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick. Der Donnerstag sieht wieder etwas anders aus. Der Himmel ist leicht bewölkt und die Sonne hat noch mal Hochkonjunktur. Mit 14 bis 24 Grad wird es noch mal wärmer. Der Wind weht dann in kräftigen Böen aus Südwesten und hat den Herbst und Regen im Gepäck. Am Freitag ist er da, der Herbst.
Der Himmel ist bedeckt und es wird regnen. Die Thermometer zeigen nur noch lausige 8 bis 14 Grad an und der Wind bläst leicht aus Westen. Ja, damit kommen dann noch mehr Wolken zu uns. Ja, und ob wir am anstehenden Wochenende die Sonne wieder mal zu Gesicht bekommen, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal hier aus dem Regionalwetterstudio. Das war's dann auch schon wieder vom Dienstagsregional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende von unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's noch im Internet unter www.mef-lein.de und glückauf.tv. Ja, und jetzt haben wir noch kulinarische Bilder des Tages von einem Schaugrillen vom vergangenen Samstag in Großrückerswalde für Sie. Damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend, eine geruhsame Nacht bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.